Nuget ist richtig cool und wir alle haben schon Nuget-Packages verwendet, einfach Libraries, Klassen, Funktionen von anderen Entwicklern und wie man sowas eigentlich selbst erstellt, erfahrt ihr in diesem Video. Wir erzeugen eine ganz normale Class-Library und diese Class-Library kann auch andere Abhängigkeiten haben zu anderen Packages, wieder im Nuget und so. Die werden dann als Abhängigkeiten auch entsprechend angezeigt, kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Und in dieser Class Library macht ihr einfach eine entsprechende Funktionalität, entsprechende Klassen rein. Und wenn das gemacht ist, dann rechte Maustasteneigenschaften auf das Projekt und unter Package können wir dann entsprechend die Werte ausfüllen. Wichtig, eine License möchte ihr unbedingt irgendwie haben, als File oder als Kurzbeschreibung, was, um was es denn da geht. Ein paar Tags angeben etc., Repositories und so weiter. Und wenn wir das alles ausgefüllt haben und hier Generate Nuget Package on Build ausgewählt haben, dann baut er auch dieses Package-File, das wir brauchen, sobald wir das Projekt kompilieren. Und das machen wir jetzt mal und laden dann das File entsprechend hoch. So, bei Nuget erstmal registrieren mit dem Microsoft-Account und dann Upload hier das Package-File auswählen. Und dann geht schon los. Manche Warnungen kommen vielleicht noch, aber sonst ist das recht simpel. Wenn der Upload dann erledigt ist des Packages, wird es noch überprüft. Es ist noch nicht gepublished, sondern es ist im Status Validating. Und wenn es dann soweit fertig ist und die Validierung durchgegangen ist, dann bekommt ihr eine E-Mail und das Package ist verfügbar. So, in diesem Fall ist das schon passiert und jetzt sieht man auch hier, das ist die Package-Page sozusagen, wo man hier die Dokumentation, Dependencies etc. nochmal alles nachsehen kann. Also wie man es vom Nuget halt eben kennt. Sobald wir das dann deployed haben entsprechend, können wir auch schon das Package verwenden. Also es ist schon da, man kann schon browsen, man kann suchen, klickt hier drauf. Hier sehen wir auch die Abhängigkeiten, die wir erst im Package-Bereich hier hatten. Ja, System Drawing Common ist dann entsprechend da im .NET Standard 2.1 und so weiter. Abuse Report, MIT License war angegeben, bla bla bla. Also das sind die Beschreibungen, die ich hier angegeben habe. Und jetzt kann man diese Library auch schon verwenden. Nuget ist echt cool, echt einfach und einfach toll. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.